Radiant Team Ban. So, Halbfinale in der ESL ThinkFast Razor League, den Playoffs. Northern Lions gegen Ogorki Kiszone Nirvana China. Game 1. Und bei mir ist Struck auf Struck und dann ändere ich mal auch das Overlay, dass das auch da steht. Ah, okay. Dodo, Halbfinale. Ja. Mal schauen, ob die jetzt hier beim letzten Game wieder Push spielen. Chinesischen Puff, Ogorki. Chinesischen Puff, wait, what? Chinesischen Push. Oder, ja, was passiert? Northern Lions hatten beim letzten Mal den Vorteil, dass der Gegner halt sehr viel darauf gelegt hat, Phoenix zu bannen und Bloodmother zu bannen. Von daher haben sie Brewmaster zwei Spiele bekommen, der komplett zerstört hat. Von daher mal schauen, ob die jetzt wieder einen Brewmaster bekommen. Phantom XP ist damit richtig abgegangen. Aber ich weiß nicht, ob sie es nochmal geben werden. Aber vielleicht sehen wir Brewmaster hier und vielleicht Phoenix, das wäre total geil. Hast du bisher schon mal ein Spiel mit den beiden gesehen? Ja, mit Brewmaster habe ich ein Spiel gesehen hier. In der Captain's Draft von, ach so, ja, von XMG Cinema, ja. Hat. Genau, da. Da hat doch Team Secret Brewmaster bekommen und einfach das Game komplett geowned. Das war langweilig, um genau zu sein. Ah, okay. Dann das war halt, wir jetzt mal. Was committed to Brewmaster, der Rest hat gefarmt und das Game war vorbei. Okay. Dann schauen wir mal, ob Northern Lions hier Brewmaster oder Phoenix picken. Oder ob vielleicht doch irgendwas anderes. Wie Death Prophet oder keine Ahnung. Also, es sind überraschend viele Helden noch im Pool. Brewmaster Razor ist raus, aber der Rest ist halt noch so interessant. Und Ogorki haben wahrscheinlich gespitzelt. Haben den Brewmaster doch noch rausgebannt. So, okay, was haben sie letztes Spiel gespielt? Brewmaster zweimal? Lass mal rausbannen. 10 seconds remaining. Ja, definitiv. Ja. Also. Death Prophet. Dire Team Pick. Jo. Ja, guter Pick. Kann ich voll unterstützen. Es wird irgendwie so ein ekelhaftes Lineup, ne? Death Prophet ist drin, Viper ist noch drin, Ogre ist noch drin. Die ganzen Imberhelden sind alle noch drin. Ja, also es wird bestimmt spannend. Also, ich weiß nicht, ob sie Brewmaster jetzt picken wollen oder nicht. Ich fänd's schön. Auch wenn es langweilig ist. Ja, ich würde es auch mal gerne sehen. Zumindest der Best of Three, von daher. Kann ja durchaus. Aber erstmal Imber Mage und. Ne, Imber Magi. Und. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es eine Viper oder. Viper, Centaur oder sowas. Aber ich schätze sehr, dass wahrscheinlich in der zweiten Bannphase dann die beiden Helden rausfliegen. Ansonsten boah, Northern Lions könnten hier noch einen Brewmaster picken. Ja, vielleicht sind wir eins von zwei. Wäre schon mal was. Ja, die neuen Helden sind definitiv interessant. Man sieht sie noch nicht im kompetitiven Spiel. What? Okay. Second Pick Slark. Krass. Warum auch immer. Aber wenn sie das wollen. Mal gespannt, wie das so funktioniert. Also, Ja. Ich bin immer auch gespannt, ob sie zu Brewmaster committen. Also es gibt halt einen Brewmaster-Konto, den müsste man halt bannen. Ja, haben sie jetzt ja welche, ne? Ja, also müssen nur Earthshaker bannen oder was, ne? Earthshaker und Sanking. Sanking zerstört sie halt im 1 gegen 1. Achso, ja gut. Platz. Aber im Normalfall will man ja sowieso mit Brewmaster immer nur Split pushen. Sie geht niemals in den Teamfight rein, deswegen sollte Earthshaker auch nicht immer die Gefahr sein. Weil du willst eigentlich nicht im Teamfight mit dem Brewmaster stehen. Ja, außerdem. Es ist halt nur die Gefahr, wenn sie gegankt wird, ne? Weil sonst wirst du einen Earthshaker nie alleine auf der Lane begegnen, so ungefähr. Und alleine auf die Lane der Earthshaker ist halt auch so ein bisschen. Läufst du in der Brewmaster auf ihn drauf? Oh. Und sie picken selber einen Earthshaker, okay. Läufst du in der Brewmaster aus, wenn er die ganzen Viecher nicht sieht? Dann kann er halt sich nicht sicher sein, dass er einen Echo Slayer macht, bevor er nicht alle sieht.
Ja, meistens weiß man relativ gut, wo. Also man hat ja einen Dagger, man sieht sie vorher und dann springt man einfach drauf, wenn die Gelegenheit da ist. Ja, klar. Ja, mit dem Össiger glaube ich nicht, dass Northern Lions die Brutmother bannen. Kann auch ganz gut sein, dass sie ignoriert wird. Wäre schade, aber. Ist halt so. Es ist halt ein Viertelfinale und es geht halt so um viel und. Also nicht preislich, aber halt. Ich glaube, die letzten zwei Monate ist halt diese Liga. Halt ständig gespielt und dann wäre halt so halt blöd, wenn man jetzt so, oh, neuer Patch, lass mal irgendwie aus Fun neue Heroes ausprobieren, wo wir noch gar keine Lineups für haben. Und dann ist so das Spiel abzugeben, wäre halt ein bisschen. Vielleicht ein bisschen greedy. Und deshalb halt gut vorstellen, dass also definitiv hier nicht gepickt wird. Wenn es nicht ins Lineup passt, sollte man definitiv aufpassen, dass man die Brutmother. Also ich finde, Brutmother passt wahrscheinlich in jedes Lineup, weil Offlane und dann ist gut. Aber man muss halt ein Team picken, was ohne Brutmother fighten kann. Es klingt aber ziemlich sehr danach, dass dass Northern Lions für so ein Team-Ding gehen, weil Death Prophet und Earthshaker sind halt schon so Helden, die da. Also besonders Death Prophet ist halt so. Kann halt ein Teamfight alleine angehen. Nicht alleine drin sein, aber. Also, ist es halt schon sehr stark im Teamfight. Da kann man ja gut vorstellen, dass sie mit Death Prophet Druck machen und dann Brutmother irgendwie split pushen lassen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Wäre schön zu sehen, aber. Ah, mal schauen. Lassen wir uns mal überraschen. Oh ja. Ist auch immer noch Viper drin? Ist es immer noch Chakiru drin? Quatsch, nee, ist es rausgebannt. Schade. Northern Lions hätten den auf jeden Fall gepickt. Und es ist halt. Ach, ja, gut. Nee, sonst glaube ich. Bis auf Viper eigentlich alle Standard-Imba-Helden raus, außer halt der Centaur. Der ist noch von einem von beiden auf einer Offlane gepickt wird. Wie immer. Und ein Void ist halt auch immer noch drin, ne? Magnus, okay. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Northern Lions hier vielleicht, wenn sie sicherer gehen, eher den Void picken. Weil meine Death Prophet Void Earthshaker ist halt schon relativ cool eigentlich. Ja, das sieht mir sehr nach einem Build-Up für einen Void aus. Also es würde zumindest passen. Ey, Earthshaker dafür. Würde reinpassen. Gorki brauchen sie jetzt Magnus-Kombo. Sven oder sowas beide vielleicht. Sehr teamfight-lastig. Ja. Ja gut, Gorki hat halt so ein Teamfight-Liner, was halt hofft, dass nach einer AP der Teamfight vorbei ist, ne? Sonst haben sie ja gar kein Teamfight. Da kommt, glaube ich, bestimmt noch was jetzt in den nächsten zwei Picks. Bin auch nicht so sicher, wie der Magnus funktioniert. Hast du Death Prophet, die in der Mitte ist mit dem Ulti, ein Earthshaker, der draußen steht und eine Fissure reinwirft und nur dann reinkommen wird für'n Slam, wenn es passt, und eine Ancient Abrasion, die sowieso ziemlich weit hinten weg steht. Daher weiß ich nicht, wie weit die AP hier realistisch mehr als zwei Leute treffen wird. Aber das kann ja immer noch. Ups. Also dieser Ups-Faktor kann ja immer noch da sein. Ja, man kann es auch irgendwie so ein bisschen als schlechten Bad-Rider-Ersatz sehen. Also RP, dann into Skur, weg von den Teammates und dann. Venu, okay, ja. Also Magnus scheint wohl nur so ein Pick-off-Ding zu sein. Ihr habt halt einen Helden, AP-Skur, und dann kriegen wir den schon tot. Ja. Und vielleicht, also Venomancer ist relativ cool da drin, weil du hast diesen Skur zurück und dann muss das Team halt hinterherlaufen und dann läufst du mit Venomancer halt entgegen und machst halt einfach Gel auf alle. Also Ulti, Novals auf alles. Aber ich finde, Gorki hat ein sehr interessantes Lineup. Im Gegensatz zu Northern Lions, die halt so eher so schon so ein Standard-Lineup haben, wie man es ja, aus TI4-Zeiten kennt. Tja, also aber ich hätte doch den Void erwartet. Größere Komfortzone. Ich weiß nicht, ob der Void jetzt noch passt, ob sie vielleicht sogar als Carry-Void das spielen wollen. Könnte man tun, aber damit, keine Ahnung, ein Cent ist dann halt ein useless außerhalb der Chronosphere, aber ist nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ein Void vielleicht zu viel Commitment irgendwie für einen Stil ist. Ich glaube definitiv, dass der Void der falsche Carry für dieses Lineup ist. Würde da eher einen härteren Carry sehen eigentlich. Aerocopter, mehr Teamfight,
mehr Teamfight-mäßig. Hm. Ja, du brauchst ja doch irgendwas, um es in Place zu halten. Das ist jetzt nur ein Earthshake-Consent. Das stimmt. Vielleicht sollte man halt irgendwie sowas wählen. Ja, Bristle ist auch ein guter Bann. So dieser typisch, also Bristle ist irgendwie für mich der Inbegriff von Chinese Dodo. Auf der Offlane. Ja. Mit dem Bristleback haben sie auch vorhin das Game geownt. Das okay. Game gegen Swag. Also ja, vor allem. Northern Lions hat jetzt anderthalb Stunden Zeit zuzugucken. Kann sein, dass es daher kommt. Wahrscheinlich. Ja, es ist halt, vielleicht sehen wir auch so ein bisschen Erschöpfung halt auch. Oh Gorki hatten jetzt 3 Spiele. Direkt ist jetzt das vierte hinterher. Northern Lions hätten 1,5 Stunden Pause nach 2 Stomps. Und sie sahen zumindest eingespielt aus, von daher kann das wohl kein Faktor sein. Aber. Naja. So, eine Offlane für Gorki. Ich glaube, Loda hat mal gesagt, dass es eigentlich schöner ist, viele Spiele nacheinander zu spielen, weil dann ist man schon warm, als zwischendrin Pause zu haben. Weil wenn man eine Losing Streak hat, ist es vielleicht besser, wenn man eine Pause bekommt. Okay. Ja gut, ist halt klar, also 3 Spiele am Tag hintereinander ist jetzt halt nichts, wo man irgendwie abfällt, weil... Diese Professional Teams sind das ja gewohnt, weil sie stundenlang am Tag spielen, wait. Aber ja. Anti-Mage. Oh? Ich muss sagen, ich finde den Anti-Mage wesentlich schöner als einen Volt in dem Team. Ja, es ist halt auch stabiler. Also du hast halt nicht dieses, keine Ahnung, dieses, du hast halt eine Combo und wenn die halt daneben sitzt, hast du halt wieder einen Cooldown und dann kann der Gegner nicht einrennen. Ja. So. Auch okay, auf der Seite von Northern Lions. Phantom XP in der Mitte, Death Prophet Evasion auf dem Earthshaker Support zusammen mit dem Nymphlava aus Sand Apparition. Ingman spielt diesmal mit. Ah, auf dem Anti-Mage diesmal kein Stanton. Und Sixnet auf dem Center Warrunner. Das Nymph Morlava. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch Sakura vom Kopf, aber ich glaube, das war Ench, oder? Hm? Der. Nymph? Der Name hier. War das doch Starcraft oder war das ganz normal der Enchantress? Aber jetzt gar nicht mal so sicher. Der Name. Enchantress hieß, glaube ich, schon immer Enchantress. Nein, der Name, die Anspielung. Von AA. Weiß ich nicht. Okay. Gute Frage. War mir halt nicht so ganz sicher, so irgendwie kommt mir das sehr bekannt aus von Enchantress, aber irgendwie Lava. Irgendwie nach Starcraft. Na gut, Gazio Rex auf dem Nicious Prophet für Gorki. Ups, oder? Irgendwie ist dieses Tuten gerade ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob irgendwas. Keine Ahnung, oder ob mein Ton zu laut ist. Aber eigentlich, keine Ahnung. Vielleicht war das ein Bug. Okay, M ist in der Mitte auf dem Magnus und es ist eine normale Tri-Lane mit Kakor PG und Weezer? Wahrscheinlich Weezer. Okay. Und Oga. Sagt mal Hallo zu Phantom XP. Ups. Ich glaube, das wurde gesehen. Oh, dieser Harris ist so stark. Ein paar Hits da. Na gut, dann schauen wir mal, dass wir hier kein First Blood verpassen. Und irgendwie scheint ja in der Mitte gerade am meisten los zu sein. Also nichts los zu sein. Ich glaube, die Ancient Abrition ist tot, oder? Oh, ich glaube nicht. Nee, es ist nur da hinten hingegangen. Wenn sie halt. Ich hätte erwartet, dass sie hier halt weiter hochgeht. Und dann. Wenn sie halt Vision haben, direkt entgegengekommen wird und. Killelil. Ja, Prophet gegen Anti-Mage müssen halt auch mit den Supports ein bisschen dranbleiben. Weil sonst macht Prophet halt da durchaus ziemlich viel Stress. Und Earthshake ist halt auch nicht der Beste, um. Da halt irgendwie. Stress zu machen. Gegenüber dem Prophet. Oh, da muss er eh mal vorbeikommen. Das ist jetzt ja, Prophet 10.000. Wird auf jeden Fall sehr gut auf der Offline Farm bekommen. Ja. Das ist ja so das Ding, da muss man Northern Lions ran. Das Centaur sehr aus der Lane raushalten. Ja, ist halt sehr defensiv, aber an sich haben sie ja doch dort keinen. Nicht so wirklich Stun, bis auf den Ogre. Der noch ein bisschen braucht, um auf Level 2 zu kommen. Also XP kriegt er da.
Außerdem halt Sixnet. Ein sehr cooler Spieler aus den beiden anderen Teams, aus den beiden anderen Spielen schon gesehen, auch in Centaur gespielt und ist gut abgegangen. Auch unbedingt, auch ohne den Space so unbedingt zu haben. So, Prophet, mal schauen, ob er jetzt einen reinbekommt. Aber, ne, reicht nicht. Musste zu früh werfen. Aber Prophet, Center Warner, kriegt tatsächlich den Third Blood und die geht raus. Oh nein! Wie knapp das war. Jetzt genau gesehen, 45 AP. Aber gut, 80 Damage, 25% davon. Bei Starshield hat er auch noch, ne, hat er keinen Starshield gehabt, okay. Starshield hätte es überlebt, aber ohne Boots hätte er noch nicht den Kill bekommen, von daher. Aber well worth it für den Centaur. First Blood zu bekommen. Ja, aber ich würde auch sagen, well worth it für den Schlag, die Solo-XP zu bekommen vom Centaur. Ja, ja. Besonders halt so ein schnelles Level 6 auf Slugs halt ganz wichtig. Dass er halt ab dann halt quasi nicht mehr gegankt werden kann. Oh ja, Slug im Farm richtig weit vorne. Weil halt auch Prophet gut denyen kann und gut halt auch generell den Anti-Mage interrupten kann. Wir sehen hier, Anti-Mage hat 14 lastet, Prophet 11. Das ist halt schon... Also bin halt jetzt so weit aus der Lane rausgehalten, aber... Anti-Mage musst du auf jeden Fall aufholen. Ja genau, die Mitte, oh, es 20. Ist, ob Prophet jetzt casual in den Wald geht. Ja, keine Ahnung. Ist halt auch schwierig. Er hat jetzt auch Level 4, kann jetzt über den Wald gehen. Easy peasy. Und Anti-Mage wird mit Leveln ja auch immer schwerer, also... Kann ich mir schon vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Ja genau, wenn er halt einfach ranspringt und Mana leecht. Dann ist auch doof. Oh, oben. Aber daneben gesprungen. Slug springt daneben in Tower Range, kriegt einiges an Damage da rein. Na, der Damage Trade war nicht so. Aber Rotation von PG, die gespottet wird. Von daher erstmal nichts Besonderes, was da passieren wird. Das ist reasonable hinten, aber TP kommt trotzdem rein. Und direkt TP raus. Aber es dann. Oh, trifft sogar. Meine Güte, was die für ein Glück haben hier. Und tatsächlich so ein riesiger Dive. Mal wieder, wie man es leider zu oft sieht, komplett ohne TP-Reactions. Was hier halt. Ja, Anti-Mage oder Death Prophet könnte halt hier komplett aufräumen, aber halt gar keine TPs vorhanden. Das hätte einen relativ großen Unterschied gemacht dort. C2 gedived, oh Mann. Definitiv auch wieder der Death quasi genau vorm TP out. Genau die letzte Millisekunde ungefähr. Knapp. Natürlich auch sehr ärgerlich für Centaur. Ja, das ist halt Anti-Mage hat das Squelling Blade, wahrscheinlich auch teilweise wegen dem Prophet, aber der Rest hat halt... Centaur hat halt dieses Mal ohne Squelling Blade, ohne Tangos gehabt. Jetzt hat er das Squelling Blade gekauft, was halt schon ziemlich praktisch ist. Ja, mal schauen, ob es nicht vielleicht nicht zu spät ist. Gank in der Mitte. Schauen wir mal, wie sie es angehen wollen, ist halt ein bisschen schwierig. Mit Slark halt, der ein bisschen, weiß nicht... Wenn es auf Level 5 ganken geht, ob es eine gute Idee ist. Ah, Phantom XP ist tot. Na, anscheinend doch, das ist zu schnell einfach. Aber hat auch eine Invis-Rune gehabt, na gut. Detection wäre vorhanden gewesen. Ja, genau. Aber es wäre auch Detection da gewesen. Und Ingman auf der Bottomlane hatte doch einige Probleme. Aber jetzt diven sie und Death Prophet macht doch... Einiges an Damage hier. Die Frage ist, ob sie mehr bekommt. Oh, zwei Leben. Genau zwei Leben. Oh Mann. Und Venomancer. Wird jetzt bald eine Gale landen. Wartet hier vielleicht, dass irgendwer noch ein bisschen overextendet. Ah, P nicht getroffen auf Anti-Mage. Anti-Mage holt sich dann den Kill von Venomancer. Läuft ihr. Ist prinzipiell gekrochen, einfach nur easy durch. Und jetzt ist Level 6.
Ja, aber irgendwie sehr langsam und schon für den Windermancer. Das war sehr ulkig, die Situation. So. Gar nicht gegeben. Alle standen irgendwie in der Mitte. Ja, und irgendwann hat er keine Mana mehr gehabt. Das war halt... Er hat halt erwartet, dass er Gale einfach ein bisschen wartet, dass er halt hofft, dass er den hier ein bisschen herziehen kann, um den zu baiten. Aber hat im Endeffekt wahrscheinlich schon zu lange gewartet. Das Team sagt dann so, ja nee, lass uns da mal bitte nicht hören. Und dann war er so, okay, dann bin ich halt einfach nur tot, danke. Ja. Mal schauen, Sixnet. Ignite. Oh, muss ein Stampede ziehen, das ist bitter. So, er hat gerade das Level 6 bekommen und geskillt. Naja, so dieses, okay, der wird wohl nicht einfach so mit dem Ignite drauflaufen. Doch, wird er. Aha, Stampede gezogen. Ich glaube schon, dass sie ihn wollten. Ja, aber er hätte noch mehr Zeit gehabt. War halt auch gerade niemand dabei, wenn er weitergelaufen wäre, wäre halt gar nichts passiert. Oh, naja, kriegt jetzt halt noch... Creeps, traut sich aber nicht an die Wave ranzugehen. Denkt halt wieder, dass ein Wraparound kommt. Gar nicht so falsch dabei. Aber erstmal wollen sie die Mitte haben. Elfbuffet kriegt hier die Double Damage Rune. Einiges. Und dieser Board jetzt hält sich so aus. Ja, weiß ich am Stacken. Ja, doch, von Animage wichtig, der jetzt halt auch wieder Top of the Farm ist. Hat halt irgendwie Slugset jetzt im Rotieren. Ja. Slugset im Rotieren, das hat ihm bisher noch nichts gebracht. Könnte sich im Endeffekt dann halt als Fehler rausstellen. Und Death Prophet holt sich den Stack. Mit ein bisschen Ancient Apparition dazu, um halt da Levels zu geben. Gute Entscheidung. Kriegen vielleicht sogar den Stack bevor. Ja, bevor der nächste kommt. Ah, doch nicht. Auch könnte passen. Nee, noch gerade zurück. Genau. War zu greedy, wollte halt nicht die. Wollte den Cryptsform nicht benutzen. Hat dafür mit einem Stack weniger bezahlt. Naja. Aber Ancient Aberration halt anderthalb Level fast gegeben. Das ist schön, dass sie doch nicht auf Ancient Aberration. Genau, dass sie da ein bisschen Emphasis drauf legen. Sehr gut. Jetzt ist Ogre alleine auf der Bottomlane. Oh oh. Wenn ein Mensch das merkt, dass er alleine ist, dann wird er halt einfach mal angejumpt. Aber kann man halt nicht wissen. Ja, sehr passives Spiel bis jetzt. 3-3 nach 9 Minuten, ja, irgendwie. Nicht so viel los. Viele Rotations, wenig rausgekommen, würde ich sagen. Ja. So. Wenn du überlegst, dass sie irgendwie nach Minute 3 halt irgendwie den T2 hier gedived haben und trotzdem der T1 noch nicht down ist. Mit einem Venomancer und einem Prophet. Ja. Hätte ich halt irgendwie auch erwartet, dass sie jetzt ziemlich schnell da durch sind. Und das, obwohl gar keine Rotations kamen. Also Rotations kamen, aber keine TP-Reactions. Oh, nächster Stack hier. Aufgebaut. Ja, und so wie es im Farm halt aussieht, holen das Northern Lions halt auch einfach so im Farm weiter raus. Also sagen halt, okay, wenn ihr passiv spielen wollt, wir haben einen Anti-Mage. Und Death Prophet. Wir farmen das. Ja. Einzige, der wirklich drunter leidet, ist Ancient Apparition. Aber der versucht sich zumindest sein Level 6 langsam zu holen. Und wenn er Level 6 hat, ist er auf jeden Fall für Teamfights schon mal bereit. Ja, genau. Kann halt dann da bleiben. Slark aber jetzt im Blinkdagger. So, wenn es Action gibt, dann jetzt. Und besonders jetzt, wenn Center da ein bisschen zu weit vorne ist, ja. Na, oh. Ganz knapp und holt sich tatsächlich noch den Kill. Und TP raus! Schafft es diesmal? Ja, tatsächlich, diesmal schafft es. Oh, ey. Knappe Sache. Aber halt auch dieses... Also, dass er da die Nerven für hatte, da drin zu bleiben und sich den Kill zu holen, das ist erstaunlich. Ich glaube, das ist Standard... Standard-Centaur-Spiel. Also man spielt mit diesem Helden einfach aggressiv. Es macht keinen Spaß, hier nicht aggressiv zu spielen. So, Top Tower wird angegangen. Glyphe nicht benutzt. Jetzt wird sie benutzt. Mal schauen, ob sie da rechtzeitig für kommen, weil es sieht nicht so aus. Oh, okay. Nicht ganz rechtzeitig. Und Centaur Warner hat bald den Dagger. Ja. Inspiration Blast off-Target. Knapp.
Holz ist jetzt für Death Prophet da. Der Blinkdinger kommt mit dieser Creep Wave. Wenn auch niemand bei stören wird. Mit dem König Blade sollte der auch keine Probleme haben, die Lasse zu holen. Von daher ist jetzt auch das Timing von Northern Lions langsam da. Ja, ich würde sagen, das Pushing sollte jetzt definitiv für... Okay. Oh oh. Oh, Kasilex. Ich weiß nicht, ob er da sicher ist. Halt noch 5 Gold für Blinkdagger. 4, 3, 1. Blinkdagger gekauft. Oh. Und, ah, die Double hätte ich nicht mehr ganz reinbekommen, sonst wären hier alle tot. Und Ulti wird benutzt. Auf den Slug. Ah, Slug wird jetzt sterben. Ja, Slug haben wir gerade weg, weil Phantom XP hier dann doch lieber irgendwie den Profit haben wollte. Und finden sie. Oh, noch ein bisschen mehr. Den Ogre finden sie auch noch und den Magnus sollte eigentlich wegkommen mit dem Blink, ja. Blink schon? Oh yeah. Hätte wirklich jeder. Jeder einen Blink. Ja, Mobility ist in dem Game halt extrem wichtig und man merkt auch, selbst auf den Carries wird häufig Dagger gespielt. Einfach, weil man damit gut wegkommt oder gut reinkommt. Naja, gut, ist halt auch ein Slug. Ist halt ein besonderer Hero in dem Sinn, dass du halt wieder Blink Dagger aufspielst, obwohl er halt. Ja. Er eigentlich nicht nur ein Slug ist. Und hier die beiden Stacks, die er gemacht hat, aus. Ja. Sagt, sammelt mal die Stacks ein. Das ist sehr wichtig. Ja, sehr, sehr fleißig. Also, ich muss sagen. Ja. Guten Dienst für sein Team. Aber ich schicke jetzt. Wollte die Rune haben. Aber jetzt finden sie hier einen Nature's Prophet, der down geht. Aber leider offline für offline, ne? Und jetzt finden sie sogar noch einen Slug. Miguel gedodged, aber nichts da. Das war nicht so gut. Für Northern Knights. Auch schön für Ogorki, dass sie einfach durch sind. Action gemacht haben. Arsch voll Action und ups, ja. Da wollte Evasion eigentlich nicht sein. Aber wurde noch gerade so gerettet. Zweite Taufe für Ogorki. So wie es aussieht. Mal schauen, ob sie da noch rein können für den Deny, aber es sieht nicht so aus. AP, um die Ancient Aberration down zu bekommen. Weil er geht tatsächlich direkt auf, auf Agas. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie vielleicht noch einen, mit dem goldenen Midas gehen wird. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Ja, kurz. Es sieht so aus, als ob momentan das. Ja, genau. Northern Lions sind ein bisschen. Oh, wie der Menzer wird ein bisschen gehauen vom Roshan. Roshan verprügelt schon ganz gut. Das macht er gerne. Ja, besonders Leute, die einfach so aus Versehen vorbeikommen. Ich finde die neue Kako gerade sehr irritierend. Hier was? Neue Healthbar von Roshan, die so riesig ist, ist sehr irritierend. Ja, gut. Das beim letzten Mal entdeckt hatte. Ist angenehm. Jedoch eben gerade hier, wo er am Farm ist, den Ogre, der stand halt hier und dann dachte ich so, okay, kriegt er gerade Cleave Damage? Muss er sich gerade Gedanken machen oder nicht? Sah so aus, als ob er dann so ein bisschen Cleave Damage bekommt. Kann schon sein jetzt, wo Anti-Mage tatsächlich sein. Oh, sehr schön. Ja. Schön noch gemacht, dass die. Better Fury raus hat. Bottom Tower fällt, ein bisschen getradet, aber dafür auch ein bisschen Damage auf dem Tier C2 in der Mitte gemacht. Hinten hier einen Slug. Aber ich glaube, der Slug hat ein kleines Problem. Bam! Ja, waren ein paar viele. Wollte einen Pickoff machen. Ich glaube, er wollte an die Ancient Aberration angehen. Dann hat er doch irgendwie den Centaur gefunden und dann hat er das ganze gegnerische Team gefunden. Aber Eggman muss jetzt hier aufpassen. Ah, und ich glaube, das könnte er konnte poppen vom Ignite und spätestens das mit den jetzt. Ich, ja. Ja. Ah, Killing Spree für Anti-Mage geht down. Wichtig. Wir finden jetzt hier einen Ogre, aber ich glaube, vielleicht hätten sie doch eher den Prophet holen sollen. Der ja mit 3-0 Talismans unterwegs ist. Oh man, jetzt finden sie noch den Prophet, ja. Ah, Standard Prophet, ne? Was? Putin Casual 3-0 Talisman, ne? Naja. Damit ist er relativ easy. Früh halt in Fighting Condition, kann, macht ein bisschen Rechtsklick der Mensch. Oh, das lag schon wieder drin.
Aber das Problem diesmal ist, er hat keinen Mana. Ups, der ist. Und wenn nämlich der geht hier doch noch down. Keiner, ja, irgendwie keiner so wirklich da, um ihm zu helfen. Obwohl sie mit im Dschungel sind. Jetzt werden sie sogar noch gedived hier. Alter. Und ja, Speculation. Wollen sie doch eher haben. Safe kill zuerst, definitiv. Ist eine gute Idee. Ja. Wenn die Magnus haben, aber. Ja, das wäre ein Echo Slam. Ja, das ist ein Echo Slam. Das hilft nicht, oh Gott. Jetzt werden sie ja doch noch ein bisschen überrannt. Ich habe das Gefühl. Auf jeden Fall aufpassen, dass sie halt nicht zu viel kommen. Und auch noch. Ja, Centaur quasi feedet sich da rein. Hat jetzt einen Kill bekommen, aber. Ob es das so wirklich wert war? Denn Ogorki sind pushed drin. Schöner Denial auf dem Anti-Mage, aber. Komm, gegen das chinesische Pushing einmal. Mann. Die strugglen doch sehr momentan. Ja. Irgendwie hat doch nur eins nach dem anderen rein. Sie wollen doch hier nicht keinen Go machen, so richtig. Sie wissen nicht mehr ganz, dass hier nur zwei. Okay, drei da sind. Und eins nach dem anderen mit dem Plague Wards. Wird in der Tower gepressured. Die Mage hat gleich seinen Yasha. Aber. Er ist halt nicht viel Control für den Anti-Mage, aber sie müssen halt unbedingt den Anti-Mage irgendwie überleben lassen. Und das ist halt gerade so ein Ding, wo sie vielleicht ein bisschen. Ein Problem haben. Und die Stampede rettet ihn da doch. Gerade so. AP noch 4 Sekunden auf Cooldown gewesen. Ah. Sie kommen gerade irgendwie überhaupt gar nicht mit dem Pushing-Liner von. Ja. Na, Gorki sind doch irgendwie an Stellen, wo Northern Alliance ist, würde ich wirklich erwarten. Also, wenn du diesen Slark hast, der irgendwie im T2 hinten rumgeht, ist es halt so, was? Hä? How? Und warum? Und okay. Und es funktioniert halt auch einfach, wenn man mit dem Slark durchgehen kann. Ja. Und schon wieder halt Jungle Invasion. Diesmal werden sie gesehen von dem Ward hier. Aber, es hat so ein, Death Prophet, ja, hat kein TP. Muss ich jetzt hier das ein bisschen verstecken, 3100 Gold. Wird wohl, ja, Bloodstone oder was, ne? Ja, Death Prophet wird oben angegangen und easy kill. Oder auch nicht. Oh nein, und Ogre hatte Piet natürlich als erstes, ein Black Kill. So viel zu Easy Kill, das haben wir Level 1 und. Nein! Das hat nicht ganz gereicht, aber. Kommt hier weg. Letzte Last Hit. Naja, hätte vielleicht sogar noch turnen können hier. Whoops! Oh, hat den Kurier gebietet und gefunden! Ja, Hashtag worth it. Alter, was war da drin? 3200 Gold, ist das ein Reaver? Ja, das war das Hard. Also ein Reaver für die. Ein Reaver für die A. Dingens. Und schöner. Wieder mal ein schöner Eisbach, aber das Shaker ist da ein bisschen zu weit drin. Bitte. Slark hat jetzt. Ja, wieder genug. Und Enchantblüschen müssen sie einfach rausdipieren. Boah, wo sie rausdipieren müssen, das relativ übel. Ja, was ich mich mit dem Kurier frage, ist, wieso fliegt der Kurier von hier oben hin, um dann da zu sterben? Das Vladimir ist gerade mit dem Mage gebracht. Ah. Er hat halt gerade das Vladimir gebracht und dann war halt genau dafür die AP. AP, nur für den Kurier. Guck dir das an, wie er zerstört wird, Alter. Aber schön, Stampede. Die Frage ist, ob es reicht und es reicht tatsächlich nicht. Oh Mann, das Ignite ist zu strong. Ein schönes. Ja, reicht nicht ganz. Ich würde sagen, halt, schöne Orb of Venom vom Slark. Unterbricht halt im Center War und der ganze das Blink. Ah ja, Venomancer sieht nicht so gut aus, ne? Versucht sie einzusperren. Ach, oh, Surround! Surround! Aber ja. Prophet kommt noch rein. Ja, muss dann rauszipien. Kommt rechtzeitig weg.
Orchid sieht fast fertig aus für Prophet. Wird halt auch nochmal einiges ändern können, besonders weil er halt Anti-Mädchen einfach mal Food ist. Ja. Das wird halt dann noch so eine Sache. Ja, aber da ist er. Ja, hat jetzt Vladimir gegangen, stimmt. Dauert noch ein bisschen bis zum Mantas. Das war noch einiges, hat jetzt hier einen schönen Stack, aber. Ist zumindest ein Yasha, glaube ich, jetzt fast schon. Go wird gemacht, finden den Slug und man. Magnus rettet ihn gerade so, ja. A-Blast off-target. Aber schön, dass dann hier. Trotzdem verlieren sie hier wieder alle Helden. Schöne Fische. Aber der Prophet ist halt auch schon down. Und Slark kann auch einfach weitermachen. Aber auch einfach mal umdrehen. Einen schönen Echo-Slam. Und hier noch. Ja, einfach weitergehen und den Aegis Prophet auch noch holen. Ogre wird wahrscheinlich noch fallen. Whoops. Ja, so nicht. Oh, schön. Da hat er noch. Evasion hatte da noch Mana für einen. Ja. Oh, ganz knapp. Aber MS geht noch down. A-Blast wieder schön auf nächste Entfernung getroffen. Und jetzt ein Ogre noch. Naja, quasi Team Vibe. Oh, wir juckt. Wir juckt. Aber mehr geht's auch nicht. Seriously? Seriously? Fischer. Schöne Jukes. Ja, aber auch schön gesehen von Ingman, dass er da nicht jede Corner gesehen hat. Ja, oh, er kannte da noch eine Ecke, die Anti-Mädchen nicht kannte. Oh Mann. Schönes High-Quality-Dotto, weil ein bisschen High-Quality-Juking vorkommt. Ausgezeichnet. Den Anti-Mage rein teleportiert. Ups. Ja, war vielleicht nicht so. Aber Quelling Blade funktioniert halt auch, wenn man gesilenced ist, also. Ja, es ist sehr wichtig. Mit der Standard-Movement-Speed. Weil dadurch hat er halt gar keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten, so erstmal. Aber dann, der Zeitpunkt wird kommen, wo ein Ogre dabei ist. Und ein Slug, und dann ist es halt so eine Sache. Mit ja. Der Leash. Aber, ich meine, in. Yasha ist jetzt fertig. Das heißt, noch so 700 Gold bis zum Manta. Und dann ist es halt auch vorbei. Ja, Hart ist jetzt hier fertig. Das Prophet TB bei mir direkt in den Earthshaker da rein. Ja. Oh, und tatsächlich kommt Prophet weg. Das ist halt wieder so, das ist halt low. Und damit niemand kümmert sich halt weiter um. Das ist halt low, aber gehen halt irgendwie lieber Slark hinterher, den sie nicht killen können. Anstatt hier die Kills zu holen, die halt. Die sie holen können und somit ist es halt 1-0. Viel benutzt, aber trotzdem 2-1. Und ein Generation Kill ist halt wichtig, weil er hat fast seinen Ärger nimmst. Und die Duration ist halt relativ wichtig, besonders für den Slark, dass sie halt da seine Ulti erstmal so ein bisschen abbrechen können. Oder dass er halt nicht Ulti gehen kann. Ist halt ziemlich cool. Ja, definitiv Generation, einer der guten Heldengegenschlag. Ja. Da er in seinem Ultimate nicht regeneriert, wenn das Ulti drauf ist. Smog. Unterm Ward. Den Smog haben sie, glaube ich, nicht gesehen, aber. Der Prophet. Oh Gott. Ja, die waren mit Game Sense ohne Ende, seriously. Oh man, das ist cool. Aber auch die Pressure hat sehr abgenommen. Man merkt, dass N-Lions definitiv hier am Momentum zurückgewinnt. Ja, aber der Punkt ist halt auch, dass sie hätte jetzt fighten können. Also sie ist halt irgendwie immer Slark komplett rein und direkt ist ein Center, der einen Stun macht und sowas. Und deshalb haben sie jetzt gesagt, okay, irgendwie funktioniert das nicht. Oh, Blink auf Earthshaker, nice. Richtig schön. Schöne Supports. Support Plays hier. Aber jetzt hier 2 für T1 Trade wäre vielleicht keine gute Idee, von daher sollten Northern Lions das vielleicht doch deffen. Wäre keine so schlechte Idee, oder wenn du Glyph wird aktivieren oder sowas. Ja. Jetzt, naja. So, Slark ist oben. Bitte. Aber auf dem Weg nach oben, ja.
kommen sie nicht wohl ganz durch. Ja, Anti-Mage battle sich um ums Lag, aber ansonsten. Also wirklich alles, aber dann die Gale hittet und ich glaube, er sollte sich blinken und TP'en. Ja. Blink TP'd. Ganz knapp. Aber dafür finden sie ja halt wirklich jeden. Magnus geht jetzt hier auch noch down. Wahrscheinlich. Ja, Fischer in 5. Aber Blink vorher. Oh. Oh. Sekunden. Am Anfang waren die ganzen TPs für die Sekunden und dann diese Blinks. Richtig knapp. Mission Operation hat 200 Gold. Was ist ab Northern Lions? Jetzt langsam wirklich das Spiel übernehmen. Anti-Mage wird jetzt online kommen. Death Prophet hat das Hard fertig. Ja. Und Roshan. Und jetzt Roshan. Ja, diese große Health Bar ist halt ganz gut, weil die nimmt halt schneller ab. Okay, ja. Ja, das wird jetzt schwierig. Weil prinzipiell Ogorki haben halt irgendwie eine Combo. Du hast halt eine AP, du hast eine Poison Nova, du hast das Orchid und dann Bursted Ogre. So. Und danach steht halt Anti-Mage wieder auf und das ist halt so ein Problem. Es war halt jetzt schon relativ knapp, dass Anti-Mage da aus allem entkommen ist. Hast du ja auch irgendwie hier gesehen, wenn du da gerade zugeguckt hast, dass halt irgendwie alles kam. AP war drauf, Anti-Mage blinkt weg. Magnus blinkt hinterher, Skewer. Ist halt so, pff. Aber es hilft halt nichts. Und der erste Hit auf dem Arganims Ulti und ja, Venomancer TP erstmal nach Hause. Crap. Es zieht ihm wirklich komplett die Hälfte ab. Das sind 500 Damage. Exakt 500 Damage. Und bei 1024 Damage, ja. Von daher. Ja, jetzt folgt mir noch Level 16. Was glaubst du, wird Anti-Mage nächstes gehen hart? Becher, glaube ich, eigentlich. Um den Slug zu kontrollieren. Ah, noch mehr AOE? Nein, haben sie nicht. Echo Slam. Okay, reicht auch. Einfach Invis gekillt. Hier unten. Auch sehr witzig. Okay, Ingman kümmert sich nicht drum, aber da hast du halt irgendwie den Ogre gesehen hier. Der hat irgendwie seine Creepwave farmt. Anti-Mage steht hier. Und er kriegt einen Multicast und auf einmal kommt so ein Ignite hier hin und Ogre wundert sich so, wait a minute. Warum geht dieses Ignite hier? Ja. Und dann so Anti-Mage so, oh, er hat mich gesehen. Das ist so dieses Ignite-Multicast, was irgendwie so eine Range von 2000 hat und so irgendwie so auf Creeps 5000 Meter entfernt geht oder auf irgendwelche gesmokten Leute nebenan stehen oder sowas. Das ist so was. Nee, war nicht gesmoked, aber. Oh, auch diese Bait von Anti-Mage. Er steht halt einfach hier und wartet halt auf die beiden Leuten und der A-Blast kommt halt rein. Und er hofft, dass er angejumpt wird. Hätte der A-Blast geholfen, aber. Nix da. Ups, Venomancer war noch ein bisschen zu weit vor. Und auf der Top-Lane wird schön gesplitpushed. Komplette Tower-Down, keine Glyphe vorhanden. Und zwei T2 Tower innerhalb von kürzester Zeit down. Mit Fight Recap zeigt das nichts, aber die Grafen sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache. Auch der Networth. Auch besonders. Das Ancient Stack ist immer. Ja, es ist halt immer da, ja. Und es ist halt so diese Anti-Mage. Nichts anderes außer zu stacken. Oh, vor allen Dingen auch dieser A-Blast, der ein bisschen weiter oben gegangen ist, so von wegen, okay, vielleicht, das gehört er nach oben. Oh shit, ja, ich glaube, so langsam ist es GG sogar. Also, seriously. Ich bin vollkommen überrannt. Einmal, Animate wird fett. Death Prophet wird fett. Und die ganzen einfachen Slark-Rotations helfen halt nicht mehr. Puh. 0 zu 4, und einfach so. Und Checker kontrollieren einfach das Game. Ja. Ja, GG, well played. Auf jeden Fall. Das war der Ulti ist natürlich. Das hat 0-4 gesehen, ohne. Ja, das. Ohne das Ulti von der Death Prophet. Das war so, okay. Ja. Go, go, next. Ja. Also irgendwann im Midgame haben sie halt die Control, die Heroes zu killen, verloren gegen den Centaur und den Earthshaker, wo sie dann immer mit guten passiven Stunts.
dafür gesorgt haben, dass ihre Carries nicht wegsterben. Hast du diesen Grafikbug gerade auch? Als was ist das? Achso, nee, das ist. Das sieht nach einem Glitch aus, aber das ist einfach das Logo, weil es so weiß ist. Okay. Ja, schauen wir mal, wie Northern Lions sich im zweiten Game hier schlagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ähnlich wird, einfach weil Northern Lions halt einer der bekanntesten Teams hier ist und extrem stark hast. Ich habe mir schon am Anfang gesagt, die würden wahrscheinlich das Ding hier gewinnen. Aber bin gespannt auf Spiel 2. Northern Lions gegen Ogorki, Kitsune, Nirvana, China. Ja, NSA Think Fast Razor League. Vielen Dank fürs Zugucken und man sieht sich in 2 Minuten im Spiel Nummer 2 oder wenn ihr auf Next Video klickt. Bis gleich.